idealism prevails. Make the world a better place. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des BSA. Ich begrüße Sie zu dieser Veranstaltung zum Thema Armut, das ABC des Unsozialen und der Klassenkampf von oben. Ist Zeit für soziale Politik in Österreich und welche Erzählungen und Haltungen sind gegen den Sozialstaat und den sozialen Ausgleich gerichtet und wie kann der bestehende Spielraum für den sozialen Fortschritt gestaltet werden? Ich begrüße Sie zu dieser spannenden Diskussion für die nächsten eineinhalb Stunden. Mein Name ist Andreas Holzer. Ich bin Politikwissenschaftler, Berater und Coach, war 20 Jahre in der außeruniversitären Forschung und Politikberatung tätig und bin jetzt selbstständig und darf heute diese Veranstaltung moderieren. Mein Kollege Matthias Wabra hat sozusagen das Thema vorbereitet und die Gäste eingeladen, es ist eine Kooperation aus mehreren BSA-Bezirksorganisationen, Döbling, Benzing, Rudolfsheim, Fünfhaus, Simmering, die Vereinigung sozialdemokratischer Angehöriger in Gesundheits- und Sozialberufen. Und ich freue mich, heute diese spannenden Gäste begrüßen zu dürfen, nämlich Michael Matzoll. Er ist Journalist, Fotograf und Buchautor. Er hat das Buch Klassenkampf von oben gemeinsam mit der Natascha Strobel verfasst, zu dem wir heute unter anderem diskutieren werden. Das begrüße ich die Daniela Brodesser. Sie ist Bürokauffrau, Kolumnistin, Aktivistin und Buchautorin des nicht vor allzu langer Zeit erschienenen Buches Armut. Zu dem Thema wollen wir heute auch diskutieren. Weiters begrüße ich Magister Adi Buchsbaum. Er ist Ökonom, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeiterkammer und hat vor, ich glaube, circa einem Jahr war es, das Buch Das ABC des Unsozialen, was Sie sagen, was Sie meinen, geschrieben, das auch heute ein Teil unserer Diskussion sein wird. Und schließlich begrüße ich noch die Doktorin Katharina Mader. Sie ist Ökonomin, war lange Zeit an der WU tätig und in der Arbeiterkammer und ist nach wie vor wissenschaftliche Mitarbeiterin am Department für Volkswirtschaft an der WU Wien und seit kurzem Chefökonomin des Momentum-Instituts und Buchautorin des Buchs Gender Budgeting. Ich begrüße euch, wir haben gesagt, wir sagen du, sehr herzlich und danke euch fürs Kommen. Und es gibt ja so viele Anlässe viele aktuelle Anlässe, die uns irgendwie Grund geben, an diesen Klassenkampf von oben zu denken. Denken wir an das kürzlich erschienene Video von Nehammer, das nicht nur mich, sondern viele andere auch aufgeregt und schockiert hat und auch im ORF rezipiert wurde als Ausdruck roher Bürgerlichkeit beispielsweise. Und wir erleben ja seit den 80er Jahren so etwas wie einen stillen und leisen, immer wieder Angriffe auf den Sozialstaat beziehungsweise Versuche und reale Realisierungen von Rückbau von sozialen Rechten etc. Denken wir an den 12-Stunden-Tag, der vor einiger Zeit eingeführt wurde unter großem Protest der Gewerkschaften. Aber ich möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Es wird auch immer gesagt, dieser Klassenkampf von oben kommt im Gegensatz zum Klassenkampf von unten, der mit Streiks und Protesten ausgefochten wird, der kommt so leise und still daher. Und darüber werde ich dann gleich Michael befragen, wie das denn gemeint ist. Ich habe mir nur heute gedacht in der Vorbereitung, wie ich die
das Angebot der ArbeitgebervertreterInnen, der mit im Hinblick auf die Metallerverhandlungen gehört habe, mit denen, ich glaube, es sind 2,5%, dann habe ich gedacht, naja, das ist sozusagen offener Klassenkampf von oben, wenn praktisch viel, viel weniger als überhaupt die Inflation als Angebot der Gegenseite einmal sozusagen auf den Tisch gelegt wird. Aber nun zu den Autorinnen und Autoren, und ich beginne mit Michael Mazzoll mit der Frage, lieber Michael, was hat's denn auf sich mit dem Klassenkampf von oben? Wer führt ihn? Wie wird gekämpft? Wer sind die Akteurinnen? Bitte, erzähl uns. Ja, danke für die Einladung. Ich habe mir auch schon gedacht, in den vergangenen Tagen, dass der Klappentext zum Buch vielleicht schlecht gealtert ist. Aber in einem zweiten Gedanken habe ich mir dann gedacht, naja, eigentlich nicht, weil das Nehammer-Video, das war ja eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Also da hat man ja eben gesehen, wie geht es denn da so zu, wenn man unter sich ist. Und ich glaube, man hat sich das schon ungefähr denken können, dass das genauso zugeht. Aber das dann halt einmal in der Form ungeschnitten und in voller Länge zu sehen, war natürlich ganz eine andere Qualität. Und ich bin auch froh, dass das in dieser Form jetzt so aufgegriffen worden ist. Also das ist ja auch ein neues Phänomen, dass das Burger-Thema dann auf TikTok rauf und runter gespielt wird. Das war ja eigentlich eine tolle Reaktion und Antwort, die da so grassroot-mäßig darauf entstanden ist. Aber zum Klassenkampf, ja, also wir haben im Buch geschrieben, die erste Regel im Klassenkampf von oben lautet, sprich nicht über den Klassenkampf von oben, weil es eben tatsächlich etwas sein soll, von dem man eigentlich nichts mitbekommen soll. Im Gegenteil, der Klassenkampf wird ja ganz oft also als Pfui dargestellt oder als abwertend genannt. Was ihr da macht, das ist ja Klassenkampf. Pfui Teufel, hört's auf damit. Das ist ja Mottenkiste und sowas. Oder es kommen dann so Sprüche wie, hört's doch auf damit, wir sitzen doch alle in einem Boot. Also die Angela Merkel hat das sehr gerne verwendet bei Betriebsansprachen. Ist das gekommen? Ja, so toll hier, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, da spürt man doch, wie die alle gemeinsam in einem Boot sitzen. Das ist natürlich das Gegenteil von Klassenkampf, weil eben nicht dazu gesagt wird, wer die Leute sind, die rudern müssen. Und das wäre halt schon eine Information, die man immer wieder, glaube ich, an die man immer wieder erinnern muss. Jetzt, wer führt den Klassenkampf von oben? Da würde ich als erstes antworten mit den Eliten. Und damit das jetzt nicht total verschwörerisch klingt, das ist schon noch ein Begriff, der definiert ist. Der deutsche Soziologe Michael Hartmann hat das sehr schön definiert, finde ich. Der sagt, das sind einfach Personen, die mit ihrer wissenschaftlichen, mit ihrer wirtschaftlichen Macht, jetzt habe ich gerade die Katharina angeschaut, die wissenschaftliche Macht, also mit der wirtschaftlichen Macht und den Einflüssen eben in der Lage sind, gesellschaftliche oder politische Prozesse maßgeblich zu beeinflussen. Und das ist was, was man in Österreich, weil es ja doch ein kleines Land ist, auch namentlich benennen kann. Und da hat die Agenda Austria ein ganz nettes Service zur Verfügung gestellt. Die veröffentlichen nämlich immerhin ganz transparent ihren Förderkreis. Und da kann man eigentlich ganz genau nachschauen, wer da eigentlich dahinter steckt und wer Interesse hat, dass der Diskurs in Österreich so mitbestimmt wird, wie es die Agenda Austria unter anderem eben betreibt. Genau, kurz waren wir jetzt eh schon dort, wer ihn betreibt und wie das passiert. Ich möchte nochmal kurz zurückkommen, der Klassenkampf von unten, um dort nochmal hinzuschauen, der ist eben wirklich auf Lautstärke angewiesen. Also da gibt es den Streik, da wird auf die Straße gegangen, da wird demonstriert, da muss die Öffentlichkeit aktiviert werden, da muss Druck aufgebaut werden. Und das passiert umgekehrt aber nicht. Ja, also wir kennen keine, also die industriellen Vereinigung, die marschiert nicht mit Transparenten um den Ring oder schicken ihre Chauffeure nicht auf ein Autokorso. Das passiert alles nicht, sondern die sind halt in einer Demokratie doch auch auf Mehrheiten angewiesen. Das heißt, die müssen Mittel und Wege finden, wie sie den Diskurs beeinflussen. Und da haben sie halt eine Reihe an Möglichkeiten, die sie mehr oder weniger eben ausnutzen. Du hast den 12-Stunden-Tag schon angesprochen.
Das war ja nicht zufällig, dass da sich Leute sehr lautstark vorher dazu gemeldet haben und den vehement eingefordert haben, Wirtschaftstreibende, wie viel Geld sie sich da eben ersparen könnten, wie viele Arbeitsplätze zusätzlich geschaffen, was auch immer, wenn das doch bitte endlich umgesetzt wird und die Arbeitnehmer da doch bitte endlich einmal ein bisschen Flexibilität zeigen könnten. Und später hat man dann sehr gut übereinanderlegen können, wer das gesagt hat und wer an die ÖVP namhafte Beträge gespendet hat. Also das ist eine Möglichkeit, wie natürlich Politik eigentlich ganz direkt beeinflusst werden kann. Also liegt ja irgendwie auf der Hand, dass da immer wieder mit Spenden auch eine bestimmte Politik vorangetrieben werden soll. Das andere ist natürlich Berichterstattung in Medien. Das kann man beeinflussen in Österreich weniger, finde ich, jetzt direkt durch Inserate, sondern bei uns spielen halt sehr stark die Eigentumsverhältnisse eine Rolle. Wem gehört welches Medium, bis zu, dass eigene Medien direkt gegründet wurden von sehr reichen Menschen, die jetzt ausgerechnet in der Schwurbler-Szene sehr, sehr bekannt und beliebt sind. Das gehört natürlich auch dazu. Und eines der wichtigsten Instrumente, was wir in Österreich seit 2009 beobachten können, das ist einfach die Gründung von Thinktanks. Und ich meine jetzt nicht das Momentum-Institut, das ist ein bisschen eine Ausnahme, sondern ich glaube, es war eh ungefähr 2009, wo die industriellen Vereinigung die Basisfinanzierung des WIFO gekürzt hat. Also das Wirtschaftsforschungsinstitut war damals eines der beiden großen Forschungsinstitute in Österreich. Ist natürlich auf irgendwelche Finanzgeber angewiesen. Die industriellen Vereinigung hat sich da gut beteiligt und war dann unzufrieden mit dem WIFO, weil die Positionen angeblich zu links waren und hat diese Basisfinanzierung ziemlich hart zurückgefahren. Und zufällig kurze Zeit später, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre oder so, ist später ist dann Eco Austria gegründet worden. Das ist einer dieser Thinktanks. Der war aber, finde ich jetzt vergleichsweise mäßig erfolgreich, aber dann halt zwei Jahre später die Agenda Austria und die machen das schon auf einem sehr guten und professionellen Level, um das jetzt einmal so zu sagen. Ja. Ja, und was machen die? Die verschaffen sich einfach als sogenannte unabhängige Expertinnen, wie sie sich selbst bezeichnen, einfach Gehör in Medien und werden dann eben, gibt es ja oft dieses, man hört mehrere Positionen gleich, wird dann diese Position genauso hingestellt wie andere Positionen und damit schafft man gleich einmal ganz ein anderes Gleichgewicht an Argumenten in den Medien und die sind ja doch noch das, was den Diskurs in Österreich maßgeblich bestimmt. Ja, und von den Themen ist es halt, denke ich, so im Klassenkampf von oben, da gibt es Dinge, da liegt es ganz klar auf der Hand, was sind die Interessensunterschiede. Also bei den Lohnverhandlungen ist es klar, da wollen die einen mehr verdienen, die anderen wollen weniger zahlen. Also da ist es irgendwie klar, worum es geht. Dann gibt es halt Sachen, wo es nicht so klar ist und wo es aber doch wirklich um große gesellschaftliche Änderungen geht, wenn ich denke an die Pensionen. Ja, also was haben denn die da oben, wenn man sie so nennt, für ein Interesse daran, dass das Pensionssystem irgendwie schlecht gemacht wird? Das ist ja, liegt ja nicht automatisch auf der Hand, aber da stecken dann halt eben andere Interessen dahinter, wie dass man halt vielleicht sich Lohnnebenkosten im großen Stil einsparen möchte. Oder dass man sich denkt, ja, das kostet im Budget einen bestimmten Betrag. Schauen wir, dass der niedrig bleibt, damit der Druck nach neuen Steuern geringer ist. Oder, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, wenn wir das privatisieren, haben wir noch was, wo wir am Finanzmarkt sehr gut Geld damit verdienen können. Und das sind halt da die versteckten Interessen, die dahinter stehen, weil versprochen oder also in den Raum gestellt wird, wir können uns das gar nicht mehr leisten. Jedes Jahr im Spätsommer, da fällt Pech und Schwefel vom Himmel und es tut sich was auf im Boden, das ist dann das Pensionsloch. Ja? Das ist wirklich jedes Jahr kommt das daher. Und da kommen dann all diese Dinge, niemand wird mehr eine Pension bekommen, wir werden alle verhungern im Alter, obwohl, ich glaube, es ist die Europäische Kommission, die mit dem Aging Report, jetzt war nichts, das beruhigt mich, da einfach dargelegt hat, dass das nicht so ist, dass die Ausgaben stabil bleiben.
Und das ist jetzt nicht die sozialistische Kaderschmiede, die Kommission, ja, sondern da weht ein bisschen ein anderer Wind. Und trotzdem wird das jedes Jahr immer auf Biegen und Brechen wiederholt und ist wieder in den Medien und wird wieder diskutiert und der Druck auf das System steigt. Das haben wir im Gesundheitssystem genauso. Das haben wir ganz stark auch bei allem, wo es dann um das Thema Arbeitslosigkeit geht, wo eben bestimmte Interessen nach vorne gestellt, also verborgen bleiben, aber andere Versprechungen gemacht und dann diskutiert werden. Und so wird einfach meiner Meinung nach das Meinungsbild in Österreich angegriffen und verschoben. Ja, das war jetzt eher ein Monolog. Okay, vielen Dank einmal für diesen ersten Input. Es geht also auch, es sind sozusagen Erzählungen bestimmter Akteurinnen mit einem bestimmten Framing, einer bestimmten Wortwahl. Der 12-Stunden-Tag wird als Freiheit, als Flexibilisierung verkauft etc. Und ich möchte jetzt sozusagen gleich noch den Bogen zu einem weiteren Thema spannen, nämlich zu dem Thema der Armut. Ja, also es ist sozusagen, weil einerseits betrifft es die vielen und viele und alle, wenn Klassenkampf von oben betrieben wird, aber viele und immer mehr betrifft es ganz besonders, weil es möglicherweise dann auch mit erhöhter Armutsgefährdung etc. in Zusammenhang ist. Und da gibt es ja dann auch Erzählungen über die, gibt es dann Erzählungen nicht über die Armut, sondern über die Armen, beziehungsweise die wir ja alle kennen, zum Beispiel die Erzählungen über Menschen, die nicht arbeiten wollen etc., solche Sachen, also von der anderen Seite. Und deswegen muss jetzt ich denke jetzt an 2017, den Wahlkampf von Kurz, wo sozusagen ein Reframing der Gerechtigkeit betrieben wurde, wo er gesagt hat, die neue Gerechtigkeit, das ist die Bekämpfung des Sozialmissbrauchs. Also nicht sozusagen über die Probleme sprechen, sondern die Probleme haben, durch das System beschuldigen. Und deswegen möchte ich jetzt Daniela dich fragen zum Thema Armut. Du hast ja ein Buch geschrieben. Wie ist es dazu gekommen, zu diesem Buch? Was ist überhaupt Armut? Und von welchem Ausmaß sprechen wir? Was heißt es für die Betroffenen? Warum wird Armut totgeschwiegen? Und wie wirken sich dann letztlich auch die Debatten, die das Ziel haben, Armutsbetroffene und nicht die Kinderarmut zu bekämpfen, auf die Betroffenen und auf das gesellschaftliche Klima aus? Das sind jetzt viele Fragen, aber wie ist es einmal zu dem Buch gekommen? Ja, hallo. Hallo und erst einmal danke, dass ich dabei sein darf. Bevor ich jetzt überhaupt noch dazu komme, wie es zum Buch gekommen ist, möchte ich ganz kurz noch, Michi, du hast das erwähnt mit diesem Burger-Video und dass es ein neues Phänomen ist, dass die Empörung so steil gegangen ist. Als erster hat es ja noch geheißen, na, ist nur ein Twitter-Phänomen, regen sich eh nur die üblichen Empörten auf. Es ist dann Gott sei Dank auf Twitter steil gegangen, es ist durch alle Medien gegangen. Ja, ist ein neues Phänomen. Gleichzeitig ist es aber absolut kein neues Phänomen, weil Betroffene kennen diese Abwertung, die der Nehammer da im kleinen Kreis betrieben hat, kennen Betroffene seit Jahren. Also genau mit dieser Abwertung, mit dieser rohen Bürgerlichkeit haben Armutsbetroffene seit Jahren zum Tor. Das Problem ist halt einfach, da sind wir genau bei dem Thema, Betroffene reden nicht drüber, weil sie eben beschämt sind. Und deshalb ist es auch nie wirklich in der breiten Masse ankommen, wie über Betroffene geredet wird, was diese rohe Bürgerlichkeit verursacht. Und da kommen wir jetzt, da kann ich jetzt eigentlich gleich den Bogen spannen zum Buch, weil genau aus dem Grund, dass eben nicht drüber geredet wird, ist das Buch entstanden. Warum ist das Buch entstanden? Ja, weil ich selber jahrelang Armut erlebt habe, weil wir eben durch zwei schwere Erkrankungen in die Armut gerutscht sind. Und weil ich jahrelang genau mit diese Vorurteile zu kämpfen habe und weil ich diese Spirale kennengelernt habe, was es heißt, wenn du vorher eigentlich ein ganz normales Leben gehabt hast, mit Netzwerk, mit wo deine Kinder Freund haben und wo dann der Zeitpunkt anfängt und man sie zum Zurückziehen anfängt. Weil man einfach in der Umgebung gar nicht sagen will, dass man sich das und das nicht mehr leisten kann. Weil man die Kraft nicht hat, sich ständig zu rechtfertigen und gegen die Vorurteile zu ankämpfen.
Und was die Spirale mit Menschen macht, hätte ich mir vorher nie, wirklich nie im Leben erträumen lassen. Ich habe mir früher auch immer gedacht, naja, ich mein, das typische Vorurteil, okay, ich bin ein Kind der 70er. Ich habe auch das typische Vorurteil gehabt, naja, wenn ich arbeite, wie finde ich auch nicht. War früher bei mir auch immer so. Bis mein Kind schwer erkrankt ist. Bis die Kinderbetreuung einfach nicht mehr passt hat. Und mein zweites Vorurteil ist, ja, man braucht es ja nicht, schauen wir dafür. Wir bemühen uns ja, wir tun ja alles. Und wenn du aber dann wirklich tagtäglich damit konfrontiert bist, dass du dir das erst einmal rechtfertigen musst, warum du in dieser Situation bist, und dann überhaupt erst einmal zu einem normalen Gespräch kommst, fällt da irgendwann neben dem ganzen finanziellen Kampf die Kraft dafür. Du bockst es einfach nicht mehr. Und dann fängst du an, dass du genau, also solche potenziell beschämenden Situationen vermeidest. Sprich, du meidest Elternabende, du gehst auf keine Veranstaltungen mehr, selbst wenn sie kostenlos sind. Du ziehst den Druck. Und auf dem Punkt war ich dann bis 2017, bis einfach ein massiv, wirklich einer der demütigsten Momente gekommen ist vor meine Kinder. Und wo dann bei mir so dieser Scheideweg war, resigniere ich jetzt komplett oder finde ich ein Ventil, wo ich das einfach rausschreie. Ich habe zum Glück dieses Ventil gefunden und habe es eben auf Twitter veröffentlicht und habe drüber geredet. Und dass es zum Bruch gekommen ist, ist eigentlich wieder eine komplett privilegierte Geschichte. Warum? Ich war eine der ersten, die auf Twitter, auf Austro-Twitter drüber geredet hat. Es haben mir ganz viele Menschen zugehört. Dadurch habe ich Aufmerksamkeit gekriegt und dadurch ist halt der Verlag dann auf mich zugekommen und hat gemeint, hey, möchtest du ein Buch schreiben? Ich habe in den letzten Jahren ganz viele Armutsbetroffene kennengelernt, die auch inzwischen zum Reden anfangen, die aber einfach auch schon gar nicht mehr gesehen werden. Und darum sage ich trotzdem, es ist schon wieder eine privilegierte Geschichte. Und ganz viele andere Betroffene werden schon wieder nicht wahrgenommen. Ich sehe es zum Beispiel jetzt, egal um welche Veranstaltungen das geht, um welche Debatten das geht, meistens werde ich angefragt. Also nach dem Motto, die Daniela kennen wir jetzt schon, da wissen wir, die kann über Armut reden, die hat selbst erlebt, die kennt auch die Zahlen ein bisschen, die nehmen wir. Wenn ich dann zum Beispiel sage, ich hätte aber die oder den, die selber gerade in der Armut drinnen ist, naja, ob das dann wirklich so ins Bild passt. Und das sind zum Beispiel Sachen, die mich gerade irrsinnig ärgern, weil es wieder zeigt, welche Vorurteile wir trotzdem noch immer alle in uns haben. Dieses Armutsbetroffene können das nicht differenziert betrachten. Das haben ganz viel, ich teilweise sogar auch noch, ganz viel in uns. Und ich glaube, ich bin jetzt ziemlich abgeschweift, oder? Die zweite Frage war ja, was ist überhaupt Armut und von welchen Ausmaßen sprechen wir? Ich meine, ich glaube, die Zahlen kennen eigentlich alle, die da sind. Also Armut ist, wenn du weniger als 60% vom Medianeinkommen hast. In Österreich sind wir aktuell 1,5 Millionen Armuts- und Ausgrenzungsgefährdete. So die Zahlen selber, zum Beispiel, die Armutsgefährdungsgrenze ist ja bei einer Person aktuell bei 1.392 Euro. Bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern ist diese Grenze bei 2.924 Euro. Also das ist das Level, unter dem eigentlich nichts mehr passieren sollte. Sprich, wenn man einen Job hat, sollte man den nicht verlieren. Man sollte nicht nur mehr krank werden. Es darf die Kinderbetreuung nicht ausfallen. Und wenn wir jetzt aber hernehmen, in Oberösterreich, in dem Bundesland, in dem ich lebe, wenn man da auf Sozialhilfe angewiesen ist, aufstocken muss, oder weil man eben krank ist, chronisch krank, oder weil man sein Kind daheim pflegt. In Oberösterreich kriegt die Familie mit zwei Kindern 1.990 Euro. Sprich, wir liegen 900 Euro unter der Armutsgefährdungsgrenze. Und das ist was, wo ich sage, das darf es nicht geben in einem Land wie Österreich. Das darf einfach nicht passieren, dass wir in Österreich
mit einer Sozialhilfe Armut nur verfestigen. Warum verfestigen? Wenn eine Familie so dermaßen wenig Einkommen hat, ist es logisch, dass sie jede Rechnung schirbt. Du schaust, dass du die Fixkosten zahlst, aber kommt irgendeine außertürliche Rechnung, sprich, ist eine Stromnachzahlung, Heizkosten, Schuhe, musst du das natürlich sofort stemmen und schirbst all das andere aus. Du kommst mit der Miete in Verzug, mit den Betriebskosten. Und natürlich, man kann dann aufs Land gehen und kann Zuschüsse beantragen, aber das sind alles wieder so Kannsachen und Almosen. Und ich beobachte jetzt gerade in meiner ganzen Umgebung, in die Leute, die mir schreiben, die Armut verfestigt sie momentan so dermaßen. Die Leute geraten immer mehr in diesen Strudel, dass sie mehr Minus am Konto haben, falls sie überhaupt nur ins Minus gehen können. Dass sie inzwischen wirklich alles rundherum eingespart haben, was zum Einsparen geht. Dass sie jetzt bei den Lebensmitteln zum Sparen anfangen. Und da rede ich jetzt nicht mehr nur von denen, die schon armutsbetroffen sind, also unter dieser Grenze, sondern von denen, die noch in der Mittelschicht sind. Und ja, da bin ich aber jetzt eigentlich schon bei dem Punkt, was wir eigentlich machen sollten, was wir eigentlich nachreden. Genau, es hat vor kurzem ja auch diese So geht's uns heute wiedergeben fürs Quartal von der Statistik Austria. Und wenn ich mir da die Zahlen anschaue, dass 1,2 Millionen in Österreich befürchten, dass sie in den nächsten 3 Monaten Zahlungsschwierigkeiten bei der Miete haben, dann soll uns das eigentlich sagen, in welche Richtung das wir gängen, wenn wir nicht ganz, ganz schnell was machen. Und solange wir aber dieser rohen Bürgerlichkeit nicht entgegentreten können, und der Michael hat es ganz gut angesprochen, auch mit den Medien, wer kontrolliert welche Medien, was wird wo geschrieben, in welche Richtung will man das Thema bringen, solange wir es nicht schaffen, dass das Thema Armut ein komplett normales wird, eins ohne Stigmatisierungen, eins ohne Vorwürfe und eins ohne Debatten, man kann ja auch ganz billig mit Kartoffeln kochen einen Monat lang, weil genau um das geht es eben nicht. Aber solange wir diese Stigmatisierungen nicht wegkriegen, werden wir nie wirklich darüber debattieren, dass nicht nur mehr Menschen in die Armut verfallen, sondern wir werden immer schauen, also es geht immer so weiter momentan, dass es ist ja nur immer ein Leben möglich. Also mir kommt das so vor, es wird momentan in die Richtung geframed, so, naja, natürlich habt ihr wenig Geld. Aber schaut, man kommt ja auch mit dem Geld schmeißen. Und es ist teilweise, und das beobachte ich aber leider auch unter Armutsbetroffenen, so dieser Wettkampf nach unten. So, wer ist der oder die bessere Betroffene? Mhm. Und da denke ich mir auch, da sollte man ganz, ganz massiv entgegenwirken. Weil es geht nicht darum, wer mit dem ganz wenigen am besten auskommt. Sondern es geht darum, dass man ein würdevolles Leben hat. Und dass man nicht Armut verfestigt und nur mehr Hürden aufbaut und nur mehr ins Hintertreffen gerät und Nachzahlungen schiebt. Sondern es geht doch darum, dass man die Menschen eine Perspektive gibt, dass man sagt, okay, wir haben eine Krise, es ist blöd, aber es kann auch wieder besser werden. Ja. Was heißt das für Betroffene und warum wird Armut totgeschwiegen? Ich glaube, das habe ich eh schon ganz am Anfang halbwegs erklärt. Was heißt Armut nur für Betroffene? Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Es ist vor allem, natürlich, es gibt verschiedene Arten. Es gibt Menschen, die sind armutsbetroffen und empfinden es aber nicht so, weil sie zum Beispiel ein stabiles soziales Umfeld haben. Und dann gibt es aber jene Armutsbetroffenen, die eben dieses Netzwerk verlieren, so wie es mir gegangen ist, wenn man sie zurückzieht. Und in dieser Spirale zu sein, in dieser Spirale aus Dauerstress, daraus, dass das Geld eigentlich deinen ganzen Tag bestimmt, das ist ja witzig, das Geld ist nicht vorhanden, bestimmt aber deinen ganzen Tag. Und diese Spirale wirkt sich natürlich auch gesundheitlich aus.
und das sage nicht nur ich, weil ich mir es einbild oder weil ich es selber erlebt habe, sondern zum Beispiel von jenen, die erheblich materiell und sozial depriviert sind, sagen 48%, dass ihr allgemeiner Gesundheitszustand schlecht bis sehr schlecht ist. Bei der normalen Bevölkerung, also ab 16 Jahren, sind es nur 8,5%. Also man sieht da, also dieser Spruch, Armut macht krank und krank macht arm, komplett. Ja. Und diese Spirale gibt es ja da zum Durchbrechen. Und ich glaube, ich gebe jetzt weiter, weil jetzt war... Ja, Daniela, danke für diese Beschreibung. Und für mich ist hängen geblieben, 1,2 Millionen armutsgefährdete Betroffene. Und das sind schon die vielen. Ja, das sind sozusagen so eine kleine Gruppe, sondern das sind die vielen. Und dann die anderen vielen, die jetzt im Zusammenhang mit Teuerung etc. erstens Angst haben und teilweise bedroht sind, sozusagen auch abzurutschen. Und insofern geht es darum, über Umverteilung zu sprechen in einem reichen Land und über die Gewährleistung eines guten Lebens für alle. Und Adi, du hast ein Buch geschrieben über das ABC des Unsozialen. Ja? Kannst du uns das, was Sie sagen und was Sie meinen und die leisen Angriffe auf den Sozialstaat kurz ausbuchstabieren, anknüpfend auch an Michael. Und eine Bestandsanalyse machen. Ich probiere jetzt anzuknüpfen an das, was die Dani gesagt hat und der Michi, ohne jetzt zu viel zu wiederholen. Aber das Wichtigste ist, die Debatte ist wirklich nicht neu. Also so wie es beide vorher gesagt haben, vielleicht hat sich nur das Gewand verändert oder die Erzählung verändert, aber im Kern geht es schon immer um dasselbe. Wie soll der Sozialstaat ausschauen? Wie soll eine Gesellschaft ausschauen? Wie gehen wir miteinander um? Das sind, glaube ich, mal so die Kernfragen. Und in meinem Buch geht es eben um das Demaskieren von Erzählungen und manchmal versteckt sich ein böser Angriff auf den Sozialstaat einfach hinter einer Technik oder hinter einem technischen Vokabular. Wenn zum Beispiel da steht, bei mir geht es los mit A wie Abgabenquote sinken, naja, dann klingt das jetzt sehr technisch. Aber wenn man da sagt, okay, man senkt die Abgabenquote von 43% auf 40%, also sprich das ganze Aufkommen an Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern, wenn man das um 3 Prozentpunkte vom BIP senkt, dann heißt es, wir haben 14 bis 15 Milliarden weniger im Spiel. Und ich glaube, da kann man nicht so tun, wie wenn man das nicht spüren würde in einem Gemeinwesen. Weder im Gesundheitsbereich wird alles so weiterlaufen wie vorher, nur beim AMS oder in den Kindergärten. Und so beginnt es bei mir, das Buch. Dann geht es weiter so ein bisschen mit dem Themen Konjunktursteuerung, ist ein Budgetdefizit was Gutes oder was Schlechtes? Und der Ökonom in mir sagt, okay, es kommt drauf an. Okay, wenn ich in der Hochkonjunktur Budgetdefizite mache, ich glaube, dann habe ich Probleme und ein bisschen was falsch gemacht. Aber jetzt befinden wir uns ja gerade wieder in einer Rezession. Also es wäre jetzt absolut das Falscheste, jetzt neben der aggressiven Zinspolitik der Europäischen Zentralbank jetzt da nur massiv auf die Budgetbremse zu steigen. Weil dann, na gut, dann wird die Delle, die Konjunkturdelle noch tiefer mit allen Konsequenzen. Und so probiere ich eigentlich mit für Buchstaben immer auf 2-3 Seiten ziemlich knackig Debatten einzufangen. Handelt mir weiter über Schieflagen im Bildungssystem bis hin zu der Diffamierung von bestimmten Gruppen. Also Dani hat schon einiges gesagt, Michi hat schon einiges gesagt. Wir sind die üblichen Verdächtigen, denen immer eine Überversorgung angedichtet wird. Also Migrantinnen, Asylwerberinnen, Arbeitssuchende, Armutsbetroffene. Also da wird immer die Überversorgung konstruiert, bewusst konstruiert. Aber scheinbar genügt es, um Debatten zu emotionalisieren, um ein bisschen runterzutreten in der Gesellschaft. Und das zeige ich auf, was hinter diesen Storys steckt. Eben, da kommen wir dann natürlich gleich zum E, Eliten versus Böbel. Also die Chats waren eindrücklich in Österreich, nach wie vor zum Fremdschämen, wenn man sich das anschaut. Da ist ganz viel negative Haltung drinnen gegen Menschen, die es ohne die schwer haben. Und ich möchte nur eine Zahl ganz kurz aus dem Buch bringen. Man merkt auch, wie die
wie unterschiedlich die Möglichkeiten sind. Also es gibt eine privilegierte Gruppe von Top-Managerinnen, die brauchen beispielsweise nur 48 Stunden zu arbeiten und verdienen das in so kurzer Zeit, wofür andere ein ganzes Jahr arbeiten müssen. Also man sieht, es gibt Schieflagen in der Gesellschaft, beim Vermögen ist noch viel schiefer das Ganze. Ich glaube, da besitzen die obersten 5%, 55% des Vermögens. Also wir haben Verteilungsschieflagen, das wird alles, glaube ich, empirisch gut aufgearbeitet. Und die handelt mir da mehr oder weniger vor über Diskurse von, so wie es der Michi schon angesprochen hat, haben wir jetzt wirklich einen Fachkräftemangel oder nicht? Oder könnte man es nicht eigentlich umdrehen und endlich haben wir Chance auf Vollbeschäftigung? Wäre eigentlich ganz eine andere Erzählung mit ganz anderen Möglichkeiten, wo die Unternehmen sich zusammenreißen müssten und gute Rahmenbedingungen anbieten müssen, von der Bezahlung bis Wertschätzung, Anerkennung, vielleicht aber der Arbeitszeit, Fortschritte. Und ich handle mich dann so durch. Und die Hauptstory ist eigentlich, dass Sozialpolitik immer ein Teil der Lösung ist. Und ergänzend, dass wenn man nichts tut, es nicht gratis ist. Also der zweite Erzählstrang ist dann die Kosten des Nichthandelns. Und schließlich komme ich dann zu einem Zitat, das mich eigentlich schon viele Jahre beschäftigt. Das ist auch nicht von mir, sondern es hat der Robert Missig vom Heribert Brandl ganz gut übernommen. Und es gefällt mir gut, weil es einfach sehr markant ist. Und das Zitat lautet, das Leben fängt ungerecht an und hört ungerecht auf. Und dazwischen ist auch nicht viel besser. Aber der Sozialstaat ist wenigstens ein Mechanismus, der das Schicksal ein bisschen korrigiert. Und jetzt kommen wir mal zu dieser dunklen Seite des Zitats. Da steckt wirklich viel drinnen. Also das Leben fängt ungerecht an und hört ungerecht auf. Und dazwischen ist auch nicht viel besser. Und tatsächlich, die Dani hat schon angesprochen vorher, es macht wirklich einen Unterschied, in welche Familie man geboren wird, wo man geboren wird, und ob man auch gesund geboren wird oder ob man mit einer Behinderung auf die Welt kommt. Es macht einen Unterschied, ob man mehrere Möglichkeiten hat auf seinem Bildungsweg. Es macht einen Unterschied, ob seine Talente erkannt werden. Und es macht einen Unterschied, ob man eine durchgängige Erwerbsbiografie hat. Und es macht einen Unterschied, ob zum Beispiel wer in der Familie zu pflegen ist und ob es dann ein entsprechendes Angebot gibt, auf das man zurückgreifen kann und dass man es nicht selbst machen muss. Und für andere gibt es dann wieder Kreuzungen, wo es völlig klar ist, die einen haben die völlige Autobahn im Leben und die anderen haben von Haus aus schon mal Sackgasse gebaut. Also ich denke da jetzt nur an die Deutschförderklassen, wo alle gewusst haben, okay, dieser Modell ist zum Scheitern verurteilt, ist trotzdem wurde es gemacht. Und so könnte man es durchspinnen. Und wenn man es jetzt dann durchzieht bis ans Lebensende, macht es einen Unterschied, wenn ich mein Klassentreffen gehe von der Volksschule, macht statistisch einen Unterschied, wahrscheinlich, weil ich akademische Ausbildung genießen habe dürfen und einen Arbeitsplatz habe, der mich körperlich nicht so beansprucht, ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich sehr hoch, dass ich 6 Jahre länger leben werde als der Bauarbeiter aus meiner Volksschulklasse. Okay, aber dann wird es wirklich existenziell, es wird materiell und dann geht es ans Eingemachte. Und diese Fragen, glaube ich, die sind zu stellen die ganze Zeit. Wohin geht die Reise beim Sozialstaat? Letztendlich gibt es jeden Tag eine Entscheidungsmöglichkeit. Aus meiner Sicht, wenn man es jetzt in der Modellwelt diskutiert, gibt es 4 Varianten, die man zum Beispiel jetzt in Europa sehen. Auf der einen Seite haben wir ein nicht sehr großzügiges System, das Liberale, das man jetzt in Großbritannien und Irland findet. Und da gibt es eigentlich nur ein dominierendes Motto und das ist Poor Services for the Poor. Also der Sozialstaat ist gerade noch so, dass er vielleicht noch Armut vermeidet, aber er ist auf keinen Fall üppig und gut ausgestattet. Auf der anderen Ende der Skala habe ich das nordische Modell, das ganz andere Zielgrößen hat. Das hat Chancengleichheit, das hat Gleichstellungsziele und das hat eine hohe universelle Versorgung für ganz viele. Also hohe Standards, möglichst großzügig und gute Perspektiven für alle. Und da sieht man schon, das sind 2 Lager, die stehen in Konkurrenz. Und Österreich hat sich ein bisschen so in der Mitte eigentlich verortet von beiden. Und in letzter Zeit hat sich aber der Diskurs sehr verschoben aus meiner Sicht, indem dieser Anreizdiskurs in eh jedem Thema irgendwie reinkommen ist, merkt man, es ist eine völlige Verschiebung Richtung liberales Modell, wo gleich eine Vermutung ist, irgendwas ist zu großzügig und Menschen werden faul und es gäbe Hängematten. Es ist interessant, weil zuerst verschiebt sich immer der Diskurs und dann die Budgets. Deswegen kann es uns nicht wurscht sein eigentlich, wie der Diskurs verläuft. Deswegen kann es auch nicht wurscht sein, wie es in Großbritannien und in Irland ausschaut. Das Wichtigste ist einfach, glaube ich, zu erkennen, es gibt jeden Tag die Entscheidung, wohin man geht. Und
da spielt es natürlich eine große Rolle, wie sehr, wie stark und wie dick ist das Solidaritätsband in der Gesellschaft. Und da kommt man vor, da hat es in den letzten Jahren eine große Verschiebung gegeben, in dem einfach dieses Solidaritätsband zum Teil durchgeschnitten worden ist. Gerade mit Gruppen, die es einfach besonders schwer haben, Gruppen, die arm sind, Gruppen, die arbeitslos sind, die hat man oft als Fußabstreifer benutzt in Debatten, völlig widerlich aus meiner Sicht. Und da stehen wir jetzt. Es ist zum Teil so dünn, dass es bald reißt, das Solidaritätsband. Und das habe ich noch nie verstanden. Und spätestens seit die Ulrike Herrmann das in ihrem Buch eigentlich so klar formuliert hat, warum sich eigentlich die Mitte eigentlich besonders selbst betrügt. Weil das Risiko eigentlich, selbst arm zu werden, ist eigentlich ziemlich hoch in der Mitte. Also man braucht nur einen schweren Unfall haben, eine schwere Krankheit haben. Naja, dann ist der Schritt nach unten eigentlich ein ziemlich kleiner, während man, glaube ich, die Relationen verloren hat, wie stark Vermögen eben oben konzentriert ist. Und deswegen habe ich es noch nie verstanden, warum sich die Mitte gerade mit oben solidarisiert hat und dauernd nach unten tritt, obwohl es eigentlich anders logischer wäre, dass man aufsteht und so, wie es der Michael in seinem Buch schreibt, eben Klassenkampf mit oben, würde ich eigentlich sehr passend finden. Das ist an sich das Motto der Zeit. Und was macht es uns aber so schwierig, dass man diese Allianz jetzt stärkt? Ich glaube, das eine ist auch, bei mir ist es der Buchstabe X um und um so, wir haben ja zum Teil nicht die Empirie, wir haben nicht die Evidenz, bewusst nicht. Manche Berichte werden nicht gemacht. Es gibt keinen Sozialbericht, es gibt keinen sozialen Kassensturz. Denn so gelingt es einfach, dass uns die anderen nur bisher X für U in der Debatte vormachen können und eben auf Kosten der Solidarität Hass, Neid und was auch immer schüren. Und das macht es so gefährlich, denn wie gesagt, zuerst verschieben sich die Diskurse und irgendwann die Budgets. Ich belasse mal bei dem und danke. Freue mich auf die nächste Runde. Danke, Adi, für diese Analyse. Und jetzt kommen wir zur nächsten Ökonomin. Katharina, du beschäftigst dich als Ökonomin unter anderem auch mit Fragen Gender, Gleichstellung, Feminismus. Und wir schreiben das Jahr 2023. Noch immer wird ein Großteil der Care-Arbeit von Frauen in unserer Gesellschaft erledigt. Noch immer gibt es den Gender Pay Gap. Noch immer ist es so, oder beziehungsweise wir wissen auch in Anknüpfung an das Thema der Armut, dass die Armut mehrheitlich weiblich ist in Österreich. Wir haben diese Diskussionen über die Verunglimpfung von teilzeitarbeitenden Menschen. Sie sollen doch einfach mehr arbeiten, wird da irgendwie gesagt. Und ich möchte jetzt fragen, wie siehst du die Situation in Österreich? Also welche Faktoren bzw. welche Politiken führen dazu, dass die Ungleichheiten bestehen bleiben? Danke auch von mir für die Einladung. Ich doppel jetzt sicher einiges, was schon gekommen ist, halt mit einem Frauenschwerpunkt drauf. Ich denke, die wichtigste Antwort auf warum so ist, wie es ist, ist, weil wir in Österreich die spezielle Kombi haben an keiner vorhandenen Gleichstellungspolitik und wertekonservativen Bildern in unseren Köpfen. Und in dieser Kombi macht es ökonomisch tatsächlich Sinn, sich ans Traditionellste zu halten, weil man da am besten aussteigt. Eben wenn wir in die nordischen Länder schauen, dann sehen wir, dass da lange Traditionen an Gleichstellungspolitiken diese Bilder in den Köpfen verändern haben können, dass aber auch gleichstellungsorientiertere Bilder in den Köpfen die Politiken verändern. Also das ist, wir haben ein Zusammenspiel und wir haben in Österreich ein nicht vorhandenes Zusammenspiel und das bedeutet, dass man traditionell lebend besser aussteigen. Und anknüpfend an das, was der Adi gesagt hat, das macht halt auch einen Unterschied, ob man als Frau oder als Mann geboren worden ist. Wir haben einen Taschengeld-Gap von 20%, wir haben einen Gender-Pay-Gap, also einen Einkommensunterschied von knapp 19%, wir haben einen Vermögensunterschied, nämlich auch innerhalb eines Paarhaushaltes von 30%. Wir haben einen Pensionsgap von über 40%. Und zusammenkommen oder als der Grund dahinter ist in den meisten Fällen, außer beim Taschengeld, obwohl da auch die Frage von wer macht unbezahlte Arbeit und wer macht sie nicht. Und beim Taschengeld, den Sidestep muss ich machen, beim Taschengeld ist es tatsächlich so, die Studien, die wir haben über Taschengeld-Gaps, zeigen, dass die Mädels diejenigen sind, die eher ums Taschengeld
tragen gehen müssen und eine Gegenleistung erbringen müssen als Burschen. Das heißt, da sind wir auch bei der unbezahlten Arbeit, nämlich eben die Kinder, die dann den Müll runterbringen sollen zum Beispiel. Das war das Einzige zum Taschengeld. Was es im Erwachsenenleben dann bedeutet, ist, dass eben zwei Drittel aller unbezahlten Arbeiten noch immer die Frauen machen und zwei Drittel der bezahlten Arbeiten die Männer. Auf eine Woche gerechnet heißt das, dass Frauen 32 Stunden unbezahlte Arbeiten machen, also eben einen Teilzeitjob sowieso schon haben. Das heißt, eben Zeitressourcen fehlen, die in die Erwerbsarbeit gehen könnten. Das resultiert dann im Einkommensunterschied und dann ganz massiv eben im Pensionsgap und eben, dass es die Alleinerzieherinnen sind, die extrem hoch armutsgefährdet sind und die alleinlebenden Pensionistinnen, die extrem armutsgefährdet sind, ist auch eine Konsequenz daraus, was für zeitliche Ressourcen und was für Möglichkeiten Frauen am Arbeitsmarkt haben oder nicht. Und so wie Dani und Michi gesagt haben, und ich glaube, der Adi auch, es geht ganz stark darum, was sichtbar gemacht wird und was nicht und was auch bewusst nicht sichtbar gemacht wird. Und gerade wenn es um die unbezahlte Arbeit geht, haben wir eine extrem hohe politische, aber auch parteipolitische Konzentration an Interessen oder an Nichtinteressen. Wir haben genau eine Möglichkeit, diese Daten zu erheben, nämlich mit sogenannten Zeitverwendungserhebungen. Und eigentlich haben sich alle europäischen Länder selbst verpflichtet, dazu alle 10 Jahre solche Erhebungen zu machen, weil sie teuer sind, eben in einem relativ großen Abstand. Und wir haben 1981 eine Zeitverwendungserhebung gehabt, 1992 eine. Und die nächsten 10 Jahre war die erste schwarz-blaue Regierung. Und es war klar, diese Daten werden nicht erhoben. Das interessiert sie nicht. Das haben sie sofort abgedreht. Gleichzeitig ist auch die Statistik Austria ausgegliedert worden. Und mit diesem Ausgliedern der Statistik Austria hat die Statistik einen Rahmenvertrag gekriegt, was sie für Daten zu erheben hat. Und eben, da steht dann die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung drinnen und Arbeitsmarktdaten und so weiter. Aber halt keine Zeitverwendungserhebungen. Das heißt, auch das ist eine bewusste Steuerung dessen, welche Daten und welche Datenerhebung interessiert uns und welche nicht. Um die Absurdität des Ganzen noch ärger zu machen. 2008, 2009 hat dann die damalige Frauenministerin, die Gabi Heine-Schossig, mit den Ländern gemeinsam das Geld aufgestellt und tatsächlich wieder eine Zeitverwendungserhebung durchgeführt. Guess what? 10 Jahre später haben Sozialministerin und Anführungszeichen Hattinger Klein und die Frauenministerin Buchner-Strauß gleich die ersten Anfragebeantwortungen gemacht. Diese Daten interessieren uns nicht, die erheben wir nicht, das machen wir. Ganz restliches Europa hat zu dem Zeitpunkt schon neue Daten. Jetzt ist es im Regierungsprogramm, jetzt ist es tatsächlich auch am Fertigwerden. Soweit wir wissen, liegt es bei der Frauenministerin. Auch jetzt ist die Frage, sieht sie das als relevante Daten, die einfach veröffentlicht gehören, damit man evidenzbasierte Frauenpolitik und Gleichstellungspolitik machen kann oder nicht. Und ich würde jetzt mal eher davon ausgehen, dass sie das nicht so sieht. Und eben, es, tatsächlich ist es die Frage von, wie, oder nicht die Frage von, die Aussage, die wesentliche ist, Datenerhebung ist was Politisches. Also das ist das eine Politische und das andere ist das Private, das politisch ist. Und wenn wir nicht hinschauen, wie notwendig unbezahlte Arbeiten sind, nämlich wie notwendig unbezahlte Arbeiten für den sozialen Zusammenhalt sind, dafür, dass Kinder aufwachsen können, dass Angehörige gepflegt werden können. Wenn wir nicht sehen, dass eben wir insgesamt 9,5 Milliarden Stunden im Jahr erwerbstätig sind und 9 Milliarden Stunden im Jahr unbezahlt arbeiten, nämlich ohne die freiwilligen Arbeit und das Ehrenamt. Wenn wir das Ehrenamt reinrechnen, machen wir sowieso 51% aller Arbeiten unbezahlt, dann können wir einfach keine anständige Arbeitsmarktpolitik für Frauen machen, weil wir so tun, als würde dieser ganze große Brocken an Zeit und Arbeit nicht existieren. Und wir machen es, und das ist jetzt auch der Bogen zu den Framing-Geschichten, die ihr vorher schon hattet, wir machen es auch insofern unsichtbar, als wir
als wir eben unbezahlte Arbeit nicht als Arbeiten bezeichnen wollen, weil wir sie ja aus Liebe für unsere Mitmenschen machen, also weil wir unsere Kinder ja gerne um uns haben, kann das keine Arbeit sein. Das ist ein total verqueres Verständnis auch von Arbeit, weil das heißt, wir müssen auch jegliche Lohnarbeit und jegliche Erwerbsarbeit hassen, weil es muss böse sein. Aber es entspricht auch dem Unsichtbarmachen. Also es entspricht auch dem, weil ich was aus Liebe mache, muss es ja nicht sichtbar sein und muss es ja nicht wertgeschätzt werden. Wir haben in der Ökonomie im Übrigen ein Kriterium, das Drittpersonenkriterium heißt. Das heißt, alles, was eine dritte Person für mich erledigen kann, ist Arbeit. Also so gern ich es hätte, dass jemand für mich joggen gehen könnte und dass ich es auslagern könnte, das funktioniert nicht. Aber die Frage, meine Zähne zu putzen, wenn ich selber nicht mehr in der Lage bin, ist für jemanden anderen Arbeit. Das heißt, das anzulegen und zu sehen, okay, wofür oder was kann eine dritte Person für mich machen und es dann als Arbeit zu bezeichnen, wäre was ganz was Wesentliches, weil man dann eben einen wahrscheinlich neutraleren Begriff von Arbeit hätten. Und eben, Arbeit als was Großes zu sehen, nämlich nicht nur den Fokus auf Erwerbsarbeit, ist was ganz was Wesentliches, nicht nur um, wir sehen halt Arbeit ganz stark als Integrationsmechanismus in die Gesellschaft. Und wenn wir weiterhin immer nur Erwerbsarbeit als Integrationsmechanismus in unserer Gesellschaft sehen, ermöglicht man ganz vielen Frauen nicht anständig teilzuhaben an dieser Gesellschaft. Und da komme ich jetzt noch zum letzten Punkt, den ich einfach auch noch einmal unterstützen mag, den die Dani gesagt hat, nämlich mit diesem Totschweigen hängt auch das Zurückziehen zusammen und das keine Kraft mehr haben. Und das sehen wir bei den Frauen ganz massiv. Also das sehen wir nicht nur bei den armutsgefährdeten Frauen, sondern bei allen Frauen, nämlich dass diese Doppel- und Dreifach- und Mehrfachbelastungen bedeuten, dass sie sich zurückziehen, dass sie nicht politisch laut sind, also dass sie nicht auf die Straße gehen im Sinn von, wir legen alle unsere bezahlten und unbezahlten Kehrarbeiten nieder und schaut mal, wie dann der Tag rennt, sondern wir ziehen uns zurück, wir sind leise, wir sind unsichtbar. Und haben ständig das Gefühl, wenn wir was formulieren, dann ist das ja eh nur Jammern. Die einen finden, es ist Jammern auf hohem Niveau und sie sind eh privilegiert und deshalb tun sie es nicht. Und die anderen jammern nicht, weil sie eben sowieso am Ende sind. Und diese Kraftlosigkeit, glaube ich, hat sich in der Pandemie so ganz massiv gezeigt und zugespitzt. Und hat halt die Frauen und ihre Anliegen komplett unsichtbar hinterlassen. Und wenn es dann halt, und dann mache ich jetzt meinen Punkt, wenn es dann halt eine Frauenministerin gibt, die sich nicht für die Frauenanliegen einsetzt, dann tut es halt niemand. Ein schlechtes Schlusswort habe ich ja trotzdem damit auch. Danke, Katharina. Es ist ja nicht das Schlusswort. Wir sind jetzt nämlich zwar mit der Zeit schon etwas zu weit und deswegen würde ich euch in der zweiten Runde um eher eine kürzere Statement bitten, um dann anschließend noch in eine Publikumsdiskussion zu kommen. Ich habe hier schon einige Fragen. Wir haben jetzt eine Problemanalyse gemeinsam betrieben. Ihr habt jeder für sich sozusagen Teile des Problems beschrieben und analysiert. Und jetzt kommt für mich im zweiten Schritt, und das bitte kurz zu beantworten, was tun, was brauchen wir? Ja? Welche Erzählungen über soziales Österreich brauchen wir, das ist die Überschrift für mich. Ja. Und da würde ich jetzt die Einzelnen fragen, Michael, was kann man dem Klassenkampf von oben entgegensetzen und vor allem wie zum Beispiel? Ja, Pandemie ist nicht spurlos und mir vorübergegangen, was diese Konferenzen betrifft. Ja, würde mir viel dazu einfallen. Ich würde es jetzt einmal auf ein paar Punkte beschränken. Also wenn ich jetzt vor allem jetzt, sagen wir mal, aus Sicht der SPÖ denken würde, dann wäre für mich schon wichtig, ich habe es zwar gesagt, jetzt gerade, dass zwar manchmal die Empirie fehlt, aber mir ist lange Zeit vorgekommen, dass überhaupt die Expertise gefehlt hat. Also Politik zu machen aufgrund einer Beratungsleistung, ist etwas anderes, als wenn man sich wirklich Expertise ins Haus holt. Und da gibt es ja genug. Da gibt es die AK, da gibt es im ÖGB eine ganz tolle neue junge Abteilung, da gibt es das Momentum-Institut. Also da bitte die Sachen abholen und nicht bei irgendeinem Politikberater im Waldviertel oder so. Also das wäre mir ein ganz wichtiger
Punkt. Das andere, nächste wäre sowas, man muss schon an sowas auch wie eine Reideologisierung denken. Also ich finde, das ist jetzt in diesem Vorwahlkampf zum Vorsitz, ist das für mich recht stark rausgekommen. Es werden jetzt beinharte Verteidigungskämpfe geführt und da muss einfach klar sein, auf welcher Seite wir stehen und was so die Positionen sind und die Argumente dazu, die wir haben. Und ich glaube, da ist es ziemlich auseinandergegangen. Das heißt, da braucht es relativ viel Bildungsarbeit, da muss man zuerst die eigenen Leute mal wirklich gut erreichen und überzeugen und hinter sich bringen. Und dazu, finde ich, gehört auch, dass man sich jetzt als SPÖ, ich sage es jetzt mal ganz recht unverblümt, dass man vielleicht halt schaut, dass man sich vor allem um Leute bemüht, denen es um die Sache geht und nicht so sehr um die eigene Macht. Das reicht da auch darunter ein. Also das ist der Punkt der Ideologisierung, den ich eigentlich ganz, ganz wichtig finden würde. Das nächste wäre dann, dass man kooperieren muss. Also jetzt als Partei selber zum Beispiel auch, man hat da ganz viel liegen gelassen in letzter Zeit mit den Gewerkschaften, mit den Kammern, dass man schaut, wo bemüht man sich und ist man präsent? Ist das ein Gewerkschaftstag oder ist das das Forum Alpbach? Also wenn man da wählen müsste, sollte man klar sein, wo man präsent ist. Und was mich immer so stört, wenn es um Kooperieren geht oder eher nicht kooperieren geht, das ist halt dieses Zerstrittensein in der Linken. Also wenn sich da treffen sich drei Linke, bilden sich zwei Splittergruppen, so ungefähr ist das immer. Und so kommt man halt einfach überhaupt nicht weiter. Das heißt, dieses Verlieren in kleinen Diskussionen, das muss jetzt irgendwann mal aufhören. Und da muss man einfach ein großes Ganzes sehen. Und das schafft man halt nur, wenn das auch klar ist in irgendeiner Form und eben aufgrund von Empirie und Positionen ganz klar ist, worum es geht. Und das Vierte, das ist dann der Punkt der Kommunikation. Ich glaube, da haben alle ganz, ganz viel liegen gelassen in den vergangenen Jahren. Das wird jetzt besser. Also wenn ich jetzt an unsere Player sozusagen denke, es ist die AK viel besser aufgestellt als vor Jahren. Es ist der ÖGB sehr, sehr viel besser aufgestellt. Da wird jetzt wirklich sehr professionelle Kommunikationsarbeit gemacht. Es gibt jetzt ein Momentum-Institut. Das ist auch etwas ganz total Neues für uns, dass dann nicht nur der Franz Schellhorn dort sitzt und irgendwas erzählt, sondern dass bis jetzt was die Barbara Blaha, jetzt wirst du das wahrscheinlich du auch immer wieder sein. Und das schafft schon einmal ein bisschen eine andere Balance. Und die Kommunikation muss einfach ganz, ganz wichtig sein und professionell gemacht werden. Und da darf auch nicht gespart werden. Also das ist immer so, an der Kommunikation zu sparen, finde ich, das ist so wie, wenn man sagt, man will weniger Sauerstoff verbrauchen und deswegen atmet man nicht mehr. Also das geht einfach nur eine bestimmte Zeit lang gut. Und ich glaube, das ist jetzt auch einige Zeit lang passiert. Und da ich eben SPÖ und unsere Player als ganz, ganz wichtige Player im Klassenkampf von unten sehe, wäre das halt schon, wären das, finde ich, für mich jetzt vier wichtige Punkte. Also eben Expertise reinholen und nicht auf Berater setzen, reideologisieren, die Leute begeistern, bilden, mitnehmen, untereinander kooperieren, was geht und das Ganze dann möglichst gut kommunizieren, weil auch wir sind ja letztendlich von Mehrheiten abhängig und müssen die Leute hinter uns bringen. Michael. Also jetzt bitte noch einmal so jeder zwei, drei Minuten für die Beantwortung. Ich gehe jetzt weiter zur Daniela und frage dich, Daniela, anknüpfend, was müssen wir tun, um die Voraussetzungen herzustellen, Armut abzuschaffen in unserer Gesellschaft? Ja, eigentlich hat der Michi schon so ziemlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Für mich einer der wichtigsten Punkte wirklich, neben all dem, was der Michi eh schon erwähnt hat, ist über das Thema reden, über das Thema Armut reden, über das Thema Unsichtbarkeit reden. Wir müssen schauen, dass wir die Leute abholen. Und ich kann da jetzt zum Beispiel nur zurückdenken, vor knapp 4 Jahren ist mir zum Beispiel innerhalb der SPÖ sogar noch gesagt worden, das Thema interessiert keinen, das ist nicht unsere Zielgruppe.
Und wenn wir aber irgendwas zu dem Thema gemacht haben, haben wir wirklich externe Experten geholt, die eigentlich null Ahnung von dem Thema gehabt haben, aber sie gut verkaufen haben können. Und bei uns sind aber etliche Leute gesessen, die selber Erfahrung gehabt haben. Und solange man nicht einmal da wahrgenommen wird, wie sollen sie die Menschen außerhalb fühlen? Und da komme ich aber jetzt gleich zum zweiten Punkt, der mir wichtig ist. Was mir zum Beispiel extrem fehlt, ist, es wird zwar inzwischen der Diskurs verschoben, es fängt an, dass die SPÖ bei gewissen Themen in Diskurs bestimmt. Es wird aber vor allem über die strukturellen Ursachen geredet. Da erreichst du nicht die, unter Anführungszeichen, nicht Nerds, wie es ich bin. Wir brauchen die Erzählungen, wir brauchen die Bücher, wir brauchen die Geschichten dazu. Und ich weiß, es wird dann, ich glaube, Katharina, du hast das gesagt, es wird dann immer als Jammern geframed. Und wir haben leider in Österreich eben dieses wirklich konservative, traditionelle Bild, ja, wenn es da schlecht geht, aber dann sei bitte leise und steh das durch, weil dann bist brav. Und diese Erzählung müssen wir endlich umdrehen. Und es ist kein Jammern. Mir wird das auch immer vorgeworfen. Ja, jammert nicht so viel, sondern Arbeit mehr. Ich meine, ich habe 7 Tage Woche, Entschuldigung. Also mit den Kindern und mit der Arbeit. Wir müssen endlich davon wegkommen, dass wir dieses Schweigen und dieses Unsichtbarmachen so heroisieren. Und dazu braucht man die Bücher. Ich wollte zum Beispiel kein Buch schreiben, wo ich meine eigene Geschichte drinnen habe. Ich habe lange mit dem Verlag darüber diskutiert. Ich wollte die strukturellen Sachen aufschreiben. Es funktioniert nicht. Weil wir uns so dermaßen beeinflusst sind von gewissen Bildern, eben mit der sozialen Hängematte, mit diesen RTL2-Sendungen, wo Armutsbetroffene mit dem Dosenbier vom Bahnhof stehen, ja? Mit den Eltern, die rauchert mit dem Klarkind in der Wohnung sitzen. Solche Bilder haben wir wirklich im Kopf. Und das aber leider auch noch in einem Großteil von SPÖ-Ortsorganisationen. Ich habe es selber miterlebt. Und genau diese Bilder müssen wir wegbringen. Wenn wir das schaffen, dann wird die SPÖ in dem Punkt auch ernst genommen und dann wird es aber auch bis in die Mittelschicht ernst genommen. Ja, recht viel mehr. Ja. Dankeschön. Wir werden ja dann noch eine Publikumsrunde machen. Es kommt noch einmal jeder auf jeden Fall zu Wort. Adi, in deinem Buch titelst du, dass Solidarität als integraler Bestandteil der Lösungen. Also was können wir jetzt tun, um den bestehenden Spielraum für den sozialen Fortschritt zu gestalten? Also ich glaube, das Wichtigste, das du jetzt im letzten Satz verwendet hast, ist das Wort Gestalten. Also ich bin tatsächlich ein Gestaltungsoptimist. Und ich bin da völlig gegen dieses TINA-Prinzip unter Margaret Thatcher, there is no alternative. Es gibt 1000 Alternativen und die können wir jeden Tag wählen. Und das bringt mir vom Gestaltungsoptimismus, bringt es mir jetzt aber gleich zum Kompass. Also wie kann man glaubwürdig handeln? Also ich habe eben im Buch auch entworfen, mit Nikolai Sukup gemeinsam so einen Kompass, was macht die Gesellschaft gerechter, sozialer, besser? Und da kann man jede Maßnahme eigentlich da abwägen mit diesem Kompass. Und dann kann man schauen, okay, ist es eine Maßnahme, die gesellschaftliche Ungleichheit abbaut? Ist es eine, die die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern fördert? Ist es eine, die die Transformation unterstützt? Also da gibt es einige Dimensionen. Und eigentlich kann man jede Maßnahme oder jede Idee von jeder Partei, muss man ehrlich gesagt, gleich abwägen. Und da muss man nüchtern sein in der Analyse. Und dann wird man merken, okay, dort überall, wo die einen wollen sozial sein, sind sie aber nicht, bei den anderen steht es drauf, sind es auch nicht immer. Da muss man, glaube ich, aus meiner Sicht ehrlich sein und nüchtern. Und dann kommt, und dann, glaube ich, muss man schon den Blick zurück auch nicht mehr machen. Also den Rückspiegel würde ich nicht ganz außer Acht lassen, so wie es der Michi jetzt auch gesagt hat. Ich glaube, wir brauchen schon einen sozialen Kassasturz auch. Also wo starten wir? Wie sind wir in diese Misere gekommen? Ich glaube, die Dani hat es ganz kurz angesprochen vorher. Es gibt genug Evidenz. Es gibt, so geht's uns in Österreich heute. Es gibt wilde Zahlen. Also nehmen wir es nur kurz selektiv her.
wenn 2 Millionen Menschen unerwartete Ausgaben, so zwischen 1.000 und 2.000 Euro, einfach nicht stemmen können, dann ist es ein Drama. Also jede Reparatur vom Kühlschrank, jede Reparatur vom, weiß nicht, vom Auto wird dann zu einer existenziellen Frage oder zumindest ist es eine Überforderung. Und vorher hat die Katharina gesagt, das war in Corona, die Leute waren überfordert. Es können auch viele keine Auszeit nehmen. Es gibt keine Möglichkeiten, Urlaub zu machen, weil es sich hinten und vorne nicht ausgeht. Und das kann man auch wieder deklinieren. Armutsbetroffene haben wir angesprochen, über 1 Million, aber gehen wir auch, wie viele Leute können nicht einmal anständig essen? Wie viele Leute können die abgetragene Kleidung nicht ersetzen? Also wir sind da immer im 500.000, 600.000, 700.000 Leute-Bereich. Also das ist ja wirklich, das sind viele, so wie es du in der Einleitung gesagt hast, Andi. Also das ist bitter. Und wenn dann zum Beispiel rauskommt, dass 260.000 Menschen in Österreich kein zweites Paar Schuhe haben für den Alltag. Also das sind Zahlen, die darf man hinlegen. Da braucht die Regierung auch nicht wehleidig sein. Das sind Fakten, da haben wir mittlerweile schon durchgängige Zeitreihen. Recht viel besser wird es nicht. Aber fassen wir es nochmal zusammen. Das eine ist Gestaltungsoptimismus, habe ich gesagt. Wir brauchen einen sozialen Kassasturz, wir brauchen einen Kompass und ich fürchte, wir brauchen nur verdammt viel Energie und Ausdauer beim Gegenhalten. Danke. Dankeschön. Katharina, welche ökonomischen Diskurse bräuchte man eigentlich, um einerseits Wirtschaft zu analysieren und andererseits stärker Fragen nach Macht und Verteilung einfließen lassen zu können? Wie ist das jetzt in der herrschenden Ökonomie? In der herrschenden Ökonomie ist es so nicht. Mich davon fließt ein und ich glaube, Michi hat es relativ klar mit seinem freudschen Versprecher über die Eliten in der Wissenschaft auf den Punkt gebracht. Genau das ist es. Ja. Also auch in der Wissenschaft oder auch die Wissenschaft funktioniert über Eliten, über Machtstrukturen, über wer darf welche Fragen stellen, funktioniert aber auch ganz stark über die eigenen Betroffenheiten. Und auch deshalb werden viele Fragen nicht gestellt. Wenn wir uns anschauen, wer zum Beispiel an Universitäten unterrichtet und forscht, dann sind das gehobene Mittelschicht, Männer, die hochmobil sein können, weil ihre Partnerinnen die unbezahlte Arbeit schupfen, die kein Verständnis von Armut haben, die kein Verständnis eben von, was bedeutet Diskriminierung haben, die kein Verständnis, ach, es sind übrigens auch dann lauter weiße Männer, die kein Verständnis davon haben, dass die Klimakatastrophe sie selbst betreffen wird, weil eben in der Wohnung, in der sie leben oder in dem Haus mit Pool gibt es sowieso eine Klimaanlage. Das heißt, die Fragen werden zum einen aufgrund der bewussten Steuerung nicht gestellt und aufgrund der nicht vorhandenen Betroffenheiten. Das heißt, Diversität in der Wissenschaft ist eine der Vorbedingungen dafür, dass man auch mehr Fragen mit mehr Methoden und mit besseren Ergebnissen stellen kann. Ich glaube, dass jetzt nochmal zurückkommend auf die unbezahlte Arbeit ganz klar werden muss, dass unser kapitalistisches System genau deshalb funktioniert, weil die Vorleistung der unbezahlten Arbeit da ist. Also ohne diese unbezahlten Arbeiten funktioniert unser Wirtschaftssystem nicht. Genau deshalb ist es unsichtbar. Aber auch jeglicher Rückzug und jeglicher Rückbau des Sozialstaats funktioniert nur deshalb, weil die Frauen mit ihrer unbezahlten Arbeit einspringen. Also Frauen wahrnehmen und Frauenarbeit wahrnehmen im Sinn von mehr als nur eine Verschubmasse am Arbeitsmarkt. Wenn wir sie brauchen, dann holen wir sie rein und wenn wir sie nicht brauchen, dann schieben wir sie wieder raus und wenn wir sie brauchen, dann schämen wir sie, weil sie nur Teilzeit arbeiten. Aber wenn sie so wie nachdem die Männer in den 50er Jahren wieder aus der Kriegsgefangenschaft zurück waren, nimmer mehr gebraucht werden am Arbeitsmarkt, sind wir genauso schnell, sie wieder rauszudrängen. Also das heißt, Frauen wahrzunehmen und einzubinden, ihre Erfahrungswerte, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, ist, glaube ich, was Wesentliches und funktioniert halt darüber, wenn sich Wissenschaft nicht ganz so elitär darstellen wird, sondern wenn sie sehen wird, dass
Alltagswissen ein ganz ein wesentliches Wissen ist, nämlich das, was jeder und jede von uns hat, aufgrund unserer eigenen Erfahrungen. Und wenn wir Wissenschaft in diese Richtung denken würden, dass wir viel mehr das Erfahrungswissen und das Alltagswissen von Menschen einbinden, dann könnte man deren Lebensqualitäten abbilden und wüssten einfach tatsächlich, was zu beforschen ist und nicht in unseren Elfenbeintürmen unsere Welt so zu reden, wie wir sie gerne hätten. Ich glaube, das wären so die wichtigsten Punkte, die die Wissenschaft beherzigen müsste. Vielen Dank, Katharina. Ich habe jetzt Publikumsfragen gesammelt. Wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit. Ich frage jetzt 4 einzelne Fragen an Einzelne und dann sozusagen anschließend Fragen in die Runde, wo ich auch bitte um eine eher kurze Antwort. Vielleicht, Katharina, weil du jetzt gerade dran warst, es gibt eine Frage, die direkt an dich gerichtet war. Wie kann man mit geänderten Arbeitsbedingungen die Teilzeitquote bei Frauen abseits von populistischen Vorschlägen erhöhen? Das ist eine Frage aus dem Publikum. Also, dass Frauen mehr Vollzeit arbeiten. Das Problem, wenn die Teilzeitquote erhöht wird, arbeiten mehr Frauen Teilzeit. Tatsächlich. Also Teilzeitquote steigt dann, wenn mehr Menschen Teilzeit arbeiten. Das heißt, ich nehme an, wir wollen sie reduzieren. Und die Vollzeitquote erhöhen, oder? Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt für eine adäquate politische Forderung halte. Ich glaube, die wesentlichere Forderung wäre, Vollzeit neu zu framen und eine gesunde Vollzeit zu haben im Sinn von einer Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich. Dann wäre es nämlich auch möglich, dass man sich innerhalb eines Paares unbezahlte Arbeitsgleiche verteilt. Dass das kein Automatismus ist, das wissen wir leider aus den Arbeitszeitverkürzungen, die wir in der Geschichte und in anderen Ländern sehen. Das heißt, es braucht in jedem Fall auch Sensibilisierungsmaßnahmen. Wenn man aber insgesamt die Frauen dazu bringen will und das auch sollte, dass sie hohe Teilzeitstunden arbeiten, weil die halt eher existenzsichernd sind als 15 oder 20 Stunden, dann müssen wir schauen, dass das institutionelle Kinderbetreuungsangebot flächendeckend, qualitätvoll und leistbar ist. Und das Gleiche für die institutionelle Pflege, weil 80% derjenigen, die Pflegegeld beziehen, werden von ihren Angehörigen, also ihren Töchtern, Müttern, Schwiegertöchtern, Schwiegermüttern und so weiter, Schwestern, gepflegt. Also das heißt, die Rahmenbedingungen müssen zur Verfügung stehen. Und dann, und das ist ja auch ein Teil, die den Leuten erzählen, dass sie Vollzeit arbeiten sollen, ist ja die Frage von, wenn ich keine Betreuungspflichten mehr habe, warum bin ich dann noch immer Teilzeit beschäftigt? Naja, weil man nach 15 Jahren Teilzeitbeschäftigung niemand die Vollzeitbeschäftigung anbietet. Das heißt, sowas wie ein Recht auf Vollzeit, ein Recht auf Aufstocken, wäre die Vorbedingung dafür, dass Frauen, wenn sie dann lange Teilzeitzeiten hatten, aufgrund der fehlenden Kinderbetreuung zum Beispiel, trotzdem aufstocken können. Also ich denke mal, dass ganz viel politische Arbeit möglich und notwendig werden, wir aufhören können, einfach darüber zu reden, die sollten halt alle aufstocken, weil dann wäre das Leben besser. Und ein Punkt dazu noch, wenn wir uns das nach den Einkommens, die Zielen anschauen, dann sehen wir, dass in den untersten Einkommensezielen die Leute, vor allem die Frauen, alle gerne mehr erwerbstätig sein würden und es erst in den oberen der Fall ist, dass man Arbeitszeit verkürzen wollen und dass es dann vor allem die Männer sind, die das wollen. Das heißt, eben dieses Hinschauen auf, wie würden wir gerne leben und wie würde man gerne arbeiten. Da ist die Empirie da, ja, da könnte man sofort anfangen zu arbeiten. Und ich glaube, da müsste man weggehen von Vollzeit, nämlich Vollzeit in einem derzeitigen Verständnis ist die Lösung für alle oder das Allheilmittel für alle unsere Probleme. Danke. Vielleicht gleich anknüpfend daran ist eine Frage, die an alle gerichtet ist, wo ich vielleicht eine Person, Katharina oder jemand anderen von euch, bitte kurz zu antworten noch darauf. Was hält ihr von dem Vorschlag von Martin Kocher, Sozialleistungen für Teilzeitarbeitende zu reduzieren? Ich
Ja, aber ich antworte ganz schnell drauf, weil das schaffe ich wirklich schnell. Also erstens ist es ein Blödsinn und zweitens ist es nochmal ein Blödsinn, weil tatsächlich unsere Sozialleistungen an die Höhe unserer Einkommen geknüpft sind. Das heißt, es gibt ganz wenige Sozialleistungen, die universell sind. Ja, und die würden zum Beispiel bei den Kindern ansetzen, wie die Familienbeihilfe zum Beispiel. Das heißt, wenn er da kürzt, würde er an der Familienbeihilfe kürzen und das würde bedeuten, dass nicht mehr jedes Kind gleich viel wert ist. Und das ist einfach fürchterlich, diese Vorstellung. Also erstens ist die Idee eine völlig unlogische und zweitens dort, wo er kürzen könnte, wäre es ja, völlig irre. Danke, ich glaube, darin sind wir uns einig. Ich knüpfe noch eine andere Frage an, die direkt an den Michael gerichtet ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das so passt, aber ich stelle sie jetzt einfach. Wieso ist die Vorstellung von Vollzeitarbeit eine männliche Idee? Ich habe die Fragen direkt übernommen, wie sie da gekommen sind. Ja. Also an mich gerichtet. Wurde an dich gerichtet. Ja, ich denke, die Katharina hat das vorher eigentlich recht schön beantwortet, wie das eben ist. Da haben wir einfach gerade in Österreich Generationen um die 10 Jahrzehnte an verfestigten Rollenbildern und Aufteilungen an Arbeit eben, und das liegt halt ganz klar, die unbezahlte Sorgearbeit, die ist im österreichischen Sturschädel bei der Frau und der Mann geht arbeiten. Und das ist, glaube ich, in ganz, ganz vielen Teilen unserer Gesellschaft einfach sozusagen die unausgesprochene Norm. Und wenn, dann geht die Frau Teilzeit arbeiten, weil sie ja weniger verdient, weil ja der Mann vorher die ganze Zeit Vollzeit arbeiten war. Also ich glaube, das ist was, wo wir um so eine Diskussion um Aufteilung der Sorgearbeit nicht herumkommen werden. Und deshalb wäre ja auch die Arbeitszeitverkürzung so wichtig, weil sie das ja verschieben wird, weil ja dann eben beide in Relation einfach ausgeglichener arbeiten würden und die Männer weniger ausreden. Danke, ja. Ich glaube auch, wir brauchen die neue, gesunde Vollzeit für alle, sozusagen. Und ich knüpfe jetzt auch wieder eine Frage an alle, die ganz am Anfang reingekommen ist, aber wo ich vielleicht auch eine Person bitte zu antworten. Was habt ihr gedacht, dass ihr das Video vom Bundeskanzler Nehammer gesehen habt? Also in der Winothek gesehen habt, sozusagen eine Eindrucksschilderung. Wer mag eine machen? Na, ich glaube, das trifft es eh ganz gut von der Einleitung. Ich glaube, es ist die rohe Bürgerlichkeit. Und es ist sehr demaskierend. Also man glaubt, man ist im geschützten Raum und sagt das, was man sich immer denkt. Also eigentlich merkt man, dass er eigentlich scheinbar 90% der Zeit mit einer Maske durch die Gegend geht. Und ich finde es schön, wenn die Maske fällt. Und man sieht auch, wie das Publikum reagiert. Also nehmen wir an, der Kanzler macht einen Fehler, dann ist ja auch noch in Ordnung. Irren ist menschlich, aber wenn nur das halbe Publikum nickt dazu und geistig applaudiert, dann mache ich mir erst Sorgen. Also das heißt, wir sind im Diskurs schon sehr weit gekommen mit dieser Verrohung. Die Verrohung kriegt Applaus und da merke ich, okay, die Solidarität, das Solidaritätsband ist wirklich verdammt dünn und dem Reißen nahe. Vielleicht knüpfe ich dann gleich an. Eine Frage, Adi, die direkt an dich gerichtet war jetzt in der Runde. Warum wird die politische Forderung nach einer Millionärssteuer von den Gegnerinnen mit den Begriffen Marxismus und Klassenkampf beantwortet? Wie gesagt, das ist eine reine Ablenkungsdebatte. Also ich glaube, der Matthias Schnetzer macht das, glaube ich, immer sehr gut aus der AK. Ich glaube, das Wichtigste ist, Relationen herzustellen und Abstände herzustellen. Und im Endeffekt muss man aufpassen jetzt zum Beispiel in der Sozialdemokratie, dass man da jetzt nicht wieder die Solidarität mit den falschen Freunden sucht. Also wenn der Freibetrag ins Ferne ist, der weit weg von der Mitte ist, also eben, Statistik ist kein Fehler, wenn man die hat, dann hat man weder Volumen noch dann die Steuerung, die man eigentlich haben will. Also du wirst keine Ungleichheit abbauen, wenn du den Freibetrag extrem großzügig setzt. Du wirst kein Volumen haben für die notwendigen Investitionen, wenn du einen hohen Freibetrag setzt. Also ich verstehe die Ablenkungsdebatten. Die anderen Thinktanks, ich glaube, der Michi hat es gut angesprochen, die haben verdammt viel Kohle investiert für die Gegenargumente. Ökonomisch gibt es gar keine, demokratiepolitisch gibt es gar keine Argumente dagegen. Ich hoffe, dass man im Diskurs hartnäckiger bleibt und dass man da nicht jetzt zunehmendes verwässert über Technikdebatte. Ich glaube, man muss ganz, ganz klar hinschauen, nüchtern, wo ist die Mitte und wo ist oben.
Und dann darf man ruhig umverteilen. Wir werden auch nicht erleben, dass das Kapital so flüchtet wie ein scheues Reh. Nein, bei uns lebt sich's gut. Die werden bleiben. Da wird ein gutes Volumen zusammenkommen. Im Endeffekt haben alle was davon. Bringen wir es nochmal auf den Punkt. Ich glaube, nur die oberen 10% können wirklich behaupten, sie würden ohne einen Sozialstaat auch leben können. Umgekehrt, 90% der Menschen sind auf den Sozialstaat angewiesen und sie wünschen sich auch Verbesserungen. Wir dürfen mal nichts beschönigen. Es gibt wahnsinnige viele Lücken im System, aber die zu schließen, tut uns allen gut. Und ich glaube, dass das Solidaritätsband, wie gesagt, mit den Richtigen geknüpft werden muss. Es muss nicht mit oben sein. Danke, Adi. Jetzt gehe ich gleich weiter. Kleiner Art Themenswitch zu Daniela. Eine Frage, die direkt an die Daniela gerichtet ist. Ist mit der personellen Neuausrichtung der SPÖ soziale Politik für Österreich möglich? Glaube ich auf jeden Fall. Weil man sieht, also egal mit wem ich rede, erstens einmal der Andi Babler kommt irrsinnig gut an bei den Leuten. Also gerade bei den Menschen, mit denen ich rede, und das sind wahrlich nicht unbedingt SPÖ-Anhänger, er hat eine irrsinnig einfache Sprache. Und das sollte aber schon langsam auch auf alle übergreifen, finde ich. Also nicht irgendwelche abgehobenen Debatten oder, wie es der Adi jetzt auch gerade erwähnt hat, dieses schauen, wie kann man die Oberen am wenigsten verstimmen, sondern wirklich draufbleiben, wir wollen einen Sozialstaat für, sagen wir mal, knapp 90% der Menschen, dass es ihnen gut geht. Und nicht, wie schauen wir, dass wir die obersten 10% nicht vertreiben. Okay. Darf ich vielleicht noch was ergänzen? Also ja. Die Frage, ob die Frage, den Befund, den die Regierung gern hätte, wäre, dass sie eine soziale Regierung ist. Und weil jetzt da über die oberen 10% jetzt nochmal kurz geredet worden ist, wenn man sich anschaut, die Riesenpakete, die jenseits der 40 Milliarden Euro sind, also astronomische Summen, die man gar nicht so greifen kann, dann ist auch die Frage, wer hat wieder am meisten profitiert? Und so ein Zufall. Es ist wieder das oberste die Ziel, also wieder die oberen 10%. Also ich glaube, es braucht einfach schon mehr Schubumkehr. Also die letzten Jahre waren wieder Umverteilungen nach oben. Also ich glaube, da muss man wieder die Bilder zurechtrücken. Weil eigentlich würde, wenn alles sauber abbrennt, kriegt jedes Zehntel der Gesellschaft genau 10% vom Kuchen. Dann wäre es ein ziemlich geiles Paket. Ist aber nicht so. Die oberen 40% profitieren überproportional, aber über das redet keiner. Die Ansagen, okay, anteilig am Einkommen ist unten viel. Nein, für mich zählt das Volumen und das Volumen ist klar oben. Okay, danke. Jetzt kann ich ganz kurz nur schnell zum Adi was sagen. Die Zahl, die mich zum Beispiel in Österreich am meisten schreckt, ist die Zahl der erheblich materiell Deprivierten. Und die ist im letzten Jahr von 160.000 auf 200.000 aufgeschnallt. Und anhand, das ist für mich zum Beispiel der Marker, wo ich sage, nein, wir haben definitiv keine soziale Regierung. Okay, jetzt habe ich noch 4 Fragen, vielleicht kommen wir durch und dann noch zu einem Abschluss von euch. Sind nur noch 7 Minuten, ganz kurz, einer antwortet von euch, bitte, welche Ideen habt ihr damit in der Dynamik beziehungsweise unter dem Deckmantel der Klimakatastrophe nicht noch alles roher, antisozialer und inhumaner wird, schreibt eine Teilnehmerin. Wer fühlt sich schnell? Also ich glaube, das Wichtigste ist, die beiden Fragen gut zu verknüpfen. Also es muss eine sozial-ökologische Transformation sein. Und so wie es in der Einleitung gesagt hat, Sozialpolitik ist immer Teil der Lösung. Also wenn ihr einen Übergang will, dass zum Beispiel Menschen aus dreckigen Branchen rüberwechseln in andere, zukunftsträchtigere Branchen, dann brauchen sie Unterstützung im Übergang. Dann brauchen sie Perspektive in der Ausbildung. Also wenn ich den Dieselmechaniker zum Photovoltaik-Menschen machen will, dann brauchen sie entsprechend hohes Arbeitslosengeld, das natürlich viel zu niedrig ist jetzt. Sie brauchen eine Perspektive, sie brauchen, sie haben ja Ausgaben und sie brauchen Unterstützung, eine konkrete Perspektive, nicht auf der Metaebene, sondern wirklich, ich würde den Menschen in die Mitte geben, das hat es aber gegeben, von Vorber Berufswanderkarten. Ich setze den Menschen in die Mitte, wo er jetzt ist, und dann gib ihm eine klare Perspektive mit Länge und Höhe, wo die Reise hingeht. Aber da braucht er Unterstützung dafür, da braucht er höhere materielle Absicherung
und vielleicht sogar gibt schon einen konkreten Job, auf den er hinarbeitet. Je klarer das Ziel ist, umso größer ist die Energie, dahin zu kommen. Okay, danke. Kurze Frage an alle. Vielleicht gut, vielleicht Katharina, aber entscheid einfach, weshalb wurden die Sozial- und Pflegeberufe trotz politischer Bekenntnisse angesichts multipler Krisen nicht gestärkt? Ich glaube, die politischen Bekenntnisse waren nicht so groß, dass sie gestärkt worden wären. Und wirklich verkürzt und einfach all die Branchen, die aus der unbezahlten Arbeit von Frauen entstanden sind, sind genauso abgewertet wie die unbezahlte Arbeit selber. Das heißt, wenn wir nicht anfangen, unbezahlte Arbeit wertzuschätzen, können wir auch nicht wirklich aufwerten, die Branchen aufwerten, die daraus entstanden sind, eben Pflege, Kinderbetreuung, Bildung und so weiter. Also wenn wir nicht im Privaten anfangen, werden wir da leider dürftig nichts verändern. Vor allem auch, weil wir immer einen Vergleich mit Null haben. Weil im schlimmsten Fall machen es die Frauen eh für Null. Und das ist halt eine der schlechtesten Ausgangspositionen für Lohnverhandlungen zum Beispiel. Dankeschön. Vielleicht jetzt die nächste Frage auch. Einer von euch mit einem oder zwei Sätzen. Wie kann die Politik im Hinblick auf soziale Mobilität, Chancengerechtigkeit bei der Bildung ermöglichen? Vielleicht wollte jemanden Adi. Na, rechts für unfairer geht es nicht. Also wenn du schon mit 10 die Gleise legst, absurd. Dann für bestimmte Gruppen, die mit Deutsch Schwierigkeiten haben oder mit Migrationsbiografie, gleich die Sackgasse ins Gleis legst. Man sieht ja, das System ist extrem beharrlich und ich weiß nicht, ich glaube, in Österreich braucht es, glaube ich, 5 Generationen, bis man vom untersten Dezil hochwachsen kann, bis in die Mitte von der Ausbildung her. Das heißt, dieses Versprechen ist längst gebrochen. Also das soziale Aufstiegsversprechen ist gebrochen. Wir verfestigen es tagtäglich in unserem Schulsystem. Ich habe selbst ein Kind im Schulsystem drinnen. Ich sehe es jeden Tag, wenn die Eltern nicht da sind, wenn die Frauen nicht da sind. Das System übernimmt nicht das ganze Paket. Das ist ein Heuwarz-Paket, wann überhaupt. Manchmal ist es ein Viertelpaket und manchmal ist es eine Mogelpackung. Und ich würde sagen, ich will mich gar nicht aufregen, aber in meinem Kapitel habe ich es drinnen stehen zur Chancengleichheit, die ist nicht gegeben. Okay, darf die letzte. Ja, Entschuldige, darf ich nur die Lösung, einen Lösungsansatz, ich schaffe es in einem Satz. Die Lösung für eine Veränderung der sozialen Mobilität oder Veränderung der Vererbung sozialen Mobilität wäre, die Kindergärten als Bildungsinstitution zu sehen und dort anzufangen, Chancengleichheit herzustellen im Sinn von Bildung für alle Kinder und qualitätsvolle Kinderbetreuung so früh wie möglich, weil dann sehen wir, dass sich das Bildungssystem auch verändern kann. Okay, die letzte Frage an alle, vielleicht Michael. Welche Protestformen bieten sich angesichts des Klassenkampfs von oben und unsozialer neoliberaler Rhetorik von politischen, wirtschaftlichen Eliten aus Ihrer Sicht an? Ganz kurz, vielleicht ist es eh redundant. Also ich glaube, wir haben da in manchen Bereichen, können wir ruhig ein bisschen aufholen. Also wenn man sich zum Beispiel die Streikstatistik anschaut, dann ist Österreich da nicht weit vorne. Und wenn ich mir jetzt das erste Angebot der Metallindustrie anschaue, dann glaube ich, da könnte man ganz schnell aufholen in der Streikstatistik und sollten auch. Also das ist schon ein ganz ein wichtiges Mittel, das man, finde ich, verstärkt einsetzen muss. Okay, danke. Und jetzt nehmen wir die letzten 2 Minuten, dass jeder noch einen kurzen Abschluss sagt. Und zwar ist sozusagen meine Frage, was sind die nächsten kleinen Schritte für ein gutes Leben, deiner Meinung nach, in einem Satz? Wer mag beginnen? Na, vielleicht, Michi, mache ich für unser neues Projekt Werbung. Wir starten gerade einen neuen Podcast, der heißt In bester Gesellschaft. Und da bringen wir in regelmäßigen Abständen gute Ideen. Kritische Wissenschaftlerinnen dürfen zu Wort kommen. Es ist ein kleiner Beitrag mit einem Podcast, wird man nicht ganz die Welt verändern, aber vielleicht den einen oder anderen Diskurs. Das ist ein kleiner Schritt. Dankeschön. Wer mag? Daniela? Katharina? Also kleine Schritte. Was sind die nächsten kleinen Schritte für ein gutes Leben? Ganz kurz. Oder der nächste kleine Schritt aus deiner Sicht? Kein kleiner Schritt, aber für mich einfach der wichtigste Schritt. Kindergrundsicherung und Bildungseinrichtungen
ab, ganz klar. Damit wir einfach schon bei der jetzt jungen Generation anfangen können, dass wir nicht die Sozialhilfeempfängerinnen von morgen haben. Dankeschön. Vielleicht darf ich noch einen Satz ergänzen und gegenhalten. Ist ganz wichtiger und wurscht, ob es Minister ist oder Kanzler ist oder Ministerin. Wenn Sie Unwahrheit reden, dann können Sie aufplattelt. Wenn Sie behaupten, wir haben die höchste Sozialquote in diesem Land ever, stimmt nicht. Das tut Ihnen weh, wenn Sie am eigenen Feld geschlagen werden, aber Sie gehören aus meiner Sicht immer wieder zurechtgerückt, denn die Erzählungen sind einfach manchmal nur Erzählungen mit großer Wirkung. Gegenhalten, Fakten, Daten und im Zweifel auch Emotionen. Danke. Dankeschön. Bitte jetzt durch die letzten zwei, Michael oder Katharina, der nächste kleine Schritt für ein gutes Leben. Ich hätte, also der Adi hat jetzt eigentlich alles gesagt. Ich meine eben, ich hätte halt als nächsten kleinen Schritt schon gerne eine Frauenministerin, die sich für die Frauen einsetzt. Und eigentlich wäre es ein leichter kleiner Schritt, aber ich weiß nicht, ob das mit der Frauenministerin funktioniert. Dankeschön. Michael. Mir ist als erstes die Sozialhilfe eingefallen. Also ich möchte eigentlich keine Sozialhilfe haben, sondern eine armutsfeste Mindestsicherung wieder. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt. Und das ist auch ein kleiner, weil die Mindestsicherung hat, glaube ich, 2021 unter 1 Milliarde Euro gekostet. Und das ist so im Bereich einer Körperschaftssteuersenkung. Also das könnten wir uns ganz, ganz schnell leisten. Genauso, und da gebe ich dort an, die rechte Kindergrundsicherung. Das gehört einfach her. In Österreich, das müssen wir uns leisten. Vielen Dank allen für die Beiträge. Ich hoffe, wir konnten einen ganz kleinen Anteil und ein kleines Mosaiksteinchen für ein gutes Leben für alle leisten. Ich danke fürs Zusehen und möchte mich hiermit sozusagen verabschieden und bitte das BSA-Team, die Aufnahme zu beenden. Schönen Abend, alles Gute. Danke, schönen Abend euch. Ja, super, die Aufnahme ist noch immer. Ich hoffe, dass Sie jetzt, dass wir da noch so nicht drin sind. Ja, ich danke euch, super. Idealism prevails. Make the world a better place.